Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute in unserer Küche ein neues Programm und in unserer schönen neuen Küche, die wir jetzt bekommen haben, nach einer Bauzeit, die in etwa so 6 Monate gedauert hat. Wir sind da in der Küche auf unserem neuesten Stand und wir möchten jetzt ein bisschen, möchte euch einmal zeigen, wie ich mir jetzt in Zukunft den Unterricht da herinnen vorstelle. Das heißt, ich habe da einen als Lehrer Vorbereitungs- bzw. Demonstrationsplatz ist das gedacht. Da möchte ich euch im Vorhinein einmal sagen, was wir machen. Ich zeige euch gewisse Sachen vor und ihr habt dann in euren einzelnen Kohlen und auf euren eigenen Arbeitsplätzen die Möglichkeit, das nachzumachen, mit meiner Hilfe natürlich. Wir haben ein bisschen eine Theorie dabei. Ihr könnt da ordentlich schreiben und ihr könnt diese Theorie auch mit Hilfe des Buches bzw. auch mit dem Ernährungslehrebuch, das was ja mit der Küche sehr stark verbunden ist, dementsprechend kombinieren. Der große Vorteil unserer Küchen ist jetzt, dass wir da Induktionsherde haben. Ist von der Technologie her jetzt das Nonplusultra, sage ich jetzt einmal. Man muss natürlich auch damit lernen, umzugehen. Man muss ein bisschen aufpassen, man braucht ein eigenes Geschirr. Wir haben da das Glück gehabt, dass wir das Beste vom besten Material bekommen. Wir haben auch bei unseren Backrohren unterhalb die Möglichkeit, dass wir Dampfgaren dazugeben. Also wir sind da von der Technologie her wirklich jetzt am neuesten Stand. Wir haben auch in jeder Küche einen Rational, einen Kombidämpfgerät. Also das macht das Arbeiten für vieles leichter und auch für euch Schüler ist es unbedingt notwendig, dass ihr auch die neuen Technologien, die in der Praxis dann Standard sind, dass man die auch in der Küche haben und dass ihr mit dem arbeiten lernt. Das ist auch, wir sind eine Ausbildungsschule und wir versuchen eigentlich, dass wir die betrieblichen Situationen so gut wie möglich simulieren können, dass ihr mit den Geräten dann auch in der Praxis umgehen könnt, wenn ihr auf Praktikum seid oder wenn ihr dann als fertige Köche dann in verschiedenen Betrieben arbeitet. Okay? Da haben wir dann auch noch den nächsten Vorteil, den wir jetzt haben. Jetzt können wir die Rezepte da oben auferlegen, gell? Da werden sie nicht dreckig und da könnt ihr auch dementsprechend darüber nachschauen. Wir haben auch da jede Menge Strom dann zum Mixen von gewissen Sachen. Auch ideal, ganz viel besser wie vorher, oder? Der nächste Vorteil, der Schüler hat auf seinem Arbeitsplatz hochmodern alles beisammen. Er hat sein Geschirr unterhalb drinnen. Wir haben auch bei jedem oder bei fast jedem Arbeitsplatz auch Kühlmöglichkeiten dazu, die wir bekommen haben. Haben wir in unserer Küche, wenn wir so Schockfrosten müssen, wenn wir verschiedene Parfaits oder Eis machen, haben wir auch ein hochmodernes Schockfrostgerät, Tiefkühler. Also wir sind mit Kühlmöglichkeiten ausgestattet worden, die wir vorher nicht gehabt haben. Und es war eigentlich immer sehr mühsam. Man muss in eine andere Küche gehen, wenn man was eingefriert oder Schockfrosten. Also das erleichtert den Arbeitsablauf natürlich ungemein. Ein Schockfrostgerät zum Einfrieren bzw. zum schnellen Runterkühlen von Eis oder Eisparfaits, aber auch um Fonds schnell herunterzukühlen, damit sie dann in die Kühlung hinüberwandern können. Also ganz hygienisch, einwandfrei und hygienische perfekte Maßnahme. Worauf wir auch ganz stolz sind, was wir bekommen haben, ist unser neuer Rational, unser Kombidämpfer, der eigentlich in jedem Gastronomiebetrieb Standard ist. Und in dieser Art und Weise können wir unsere Schüler dann auch da auf die Praxis sehr, sehr gut vorbereiten. Sind wir sehr froh darüber, dass wir den auch haben. Auch noch wie in der Praxis eine hochmoderne Spülmaschine, vollautomatisch. Ist natürlich auch noch ein kleiner Highlight und wir haben, was auch ganz wichtig ist, den unreinen Bereich vom reinen Bereich von der Küche sehr gut trennen können, auf diese Art und Weise. So, und jetzt könnt ihr eure Hauptspeisen anrichten, ihr könnt oder die Beilung aufvertun, so wie ihr es haben wollt. Der nächste Highlight, den wir auch vorher noch nicht so gehabt haben, sind unsere Wärmelampen, die uns natürlich da beim Anrichten, wenn die Speisen rausgehen in Service, wertvolle Dienste leisten und das Essen dann schön warm bleibt. Nebenbei gleich unser Salamander und auch ein hochmodernes Gerät. Was wir haben ist, dass wir teilweise auch die verkochten Speisen gleich in der Küche verzehren. Und da können wir auch gleichzeitig nur ein bisschen eine Theorie einbringen, da können wir nur eine kleine Besprechung machen über das, was wir am Vormittag gemacht haben. Guten Appetit! So,
Zum Schluss noch eine kurze Kontrolle, ob alles sauber ist, ob die Schüler ordentlich geputzt haben, damit wir auch am Nachmittag die Schüler die besten Möglichkeiten für ihren Unterricht geben können. Das passt alles. Und jetzt werden wir die Küche verlassen. Licht aus, Strom aus. Dankeschön.